So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Murder Soul Suspect. Ich bin's wieder, Album 36, ja, und wir machen nun hier weiter. Wenn der lalle Bildschirm endlich verschwunden wäre. Ja, ich will am Friedhof einfach nochmal an diese Stelle mich hinteleportieren, ob das funktioniert. Falls nicht. Finde die mögliche Glockenmörderung Überlebende in der Anstalt. Es gibt eine Überlebende, sie hat vielleicht Informationen zum Glockenmörder. Genau, ich wollte mich nicht hier hinter deportieren. Noch eins. So, und da ist das Letzte. Sie haben ein Trophäe verdient, der Haarkranz. So, hier liegt noch was zum Sammeln. Okay, da hoch will er nicht, dann gehen wir halt darüber. So, dann verlassen wir doch mal den Friedhof. Und machen uns auf zur Irrenanstalt. Das muss ich dann da einbiegen. Nee, das funktioniert nicht ganz. Okay, dann nicht. Dann halt nicht. Da hinten was? Nope. So, wo lang? Okay, wir sind in der Nähe anscheinend.
Was ist denn hier eine Katze? Yay, Glitter-Action mit einer Katze. Ich weiß nicht, ob ich da hochspringen will. Fragen. Was ist hier passiert, das da unten sieht? Baby aus. Bitte helfen Sie mir. Es sollte tot sein, aber ich spüre noch, wie es in mir wächst. Versucht herauszubrechen. What the fuck? Du warst das? Du hast dein eigenes Kind umgebracht? Sie verstehen das nicht. Etwas stimmte nicht damit. Es war nicht menschlich. Es war etwas anderes. Etwas Dunkleres. Mhm. Wovon zum Teufel redest du? Es hat mir Dinge gezeigt. Schreckliche Dinge. Nur so konnte ich verhindern, dass sie passieren. Aber es war zu spät. Sie haben bereits begonnen. Ich kann sehen, wie sie aus den Flammen hervorkriechen. Wir müssen hier weg. What the fuck? Finde einen Weg weiterzuziehen. Du wirst nie entkommen. Finde einen Weg weiterzuziehen. Davor gibt's keinen Entkommen. Wenn du willst, dass es aufhört, musst du einen Weg finden, weiterzuziehen. Ich kann nicht. Ich kann nirgends hin. Es gibt nur Dunkelheit und Flammen. Es gibt kein Entkommen aus dieser Hölle. Okay, gut, dann. Na toll, hänge ich jetzt fest oder was? Nee. Okay. Muss ich doch eben runterfallen. So. Wo muss ich denn jetzt lang? Okay, hier geht schon mal nicht lang. Da auch nicht. War ja eigentlich, um abbiegen zu können, aber Entschuldigung. Okay, dann geht's über den Spielplatz halt nicht weiter. So, was haben wir denn hier drin eigentlich? Nichts anscheinend. Okay. Okay, gehen wir weiter in die Straße entlang.
Das ist schön, das Polizeirevier. Vielleicht ist die Anstalt jetzt nicht weit weg. Nee, ist ja auch nicht anscheinend. Aber vielleicht doch. Hier, ja, betreten. Psychiatrische Anstalten. Der einzige Ort, an dem Folter zu deinem Besten ist. Ihre Experimente jemandes geistige Gesundheit wiederhergestellt haben. Kann man nur hoffen, dass es auf Kosten des Gedächtnisses passiert ist. Bereit? Entspann dich, wir sind runter vom Friedhof. Und dafür unter lauter Verrückten. Ich freue mich. Leute, die Dinge sehen, die sonst keiner sieht, enden hier. So verrückt bist du nicht. Komm schon. Okay, ich helfe dir reinzukommen, aber ich... Aber was, wenn wir dieses Mädchen Iris nach dem Vertrag fragen wollen? Sollte das von einer lebenden Person erledigt werden? Vergiss nicht, wer dir die Türen aufmacht, mein Freund. Ja, ja. Die zwei haben sich besonders lieb. Alles klar, Kleine. Du bist am Zug. Du musst Iris' Zimmernummer herausfinden. Hi. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich suche nach einer Freundin. Die Besuchszeit ist vorbei. Richtig. Aber sie war bei den Cops. Dann rede eben mit den Cops. Hab ich ja. Und die sagten, sie sei eine Gefahr für sich selbst. Ich kann dir nicht helfen. Gut. Halt sie einfach hin, okay? Wir müssen ihren Schwachpunkt finden. Vielleicht helfen uns die Dinge auf ihrem Tisch. Was würde die Rezeptionistin veranlassen, Joy zu helfen? Wir sammeln erstmal. Er ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Mann mit eindrucksvoller Statur. Jemand, der an Gewalt gewöhnt ist. Vergangene abscheuliche Taten prägen ihn. Und zwar so stark, dass er selbst nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Okay. Besuchszeiten stark eingeschränkt. Junge auf Krücken. Beeinflussen. Foto eines Jungen würde ich mal nehmen. Kleine, ich hasse es, hier zu sein und mich zu fragen, ob es dir gut geht. Du bist alles, was ich noch habe. So wie die Freundin dieses Mädchens alles ist, was ihr geblieben ist. Tut mir leid. Ich weiß, wie hart es ist, wenn jemand auf dich angewiesen ist. Wie heißt deine Freundin? Iris. Iris Campbell. Ja. Sieht aus, als sei deine Freundin Iris hier. Alles wird wieder gut. Danke, jetzt geht's mir besser. Halt durch, Kleine. Ich mach das. Ich muss nur einen Blick auf ihren Monitor werfen. Spähen. Das sagt mir nicht, wo Iris ist. Spähen! Das sagt mir nicht, wo Iris ist. Sie ist in Zimmer 216. Wir müssen sie schnell finden, Joy. Die geben ihr Elektroschocks.
Okay, gut. Dann sammle ich das hier noch ein. Und dann würde ich sagen, ich beende für dieses Mal hier die Folge und wir sehen uns dann wieder hier im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.